Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir ein super Rezept für euch ausgedacht. Jeder kennt die Subway-Cookies, jeder mag sie. Heute machen wir aber eine gesündere Variante draus, mit weniger Zucker und Protein mit dabei natürlich. Also fitnessgerecht, würde ich mal sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Holt was, gerne was zu essen dabei und lasst uns loslegen. Hinter der Kamera ist Mama Cyborg, also falls irgendwie die Kameraführung nicht so optimal ist, dann wisst ihr Bescheid. So, bevor wir anfangen, heizen wir schon mal den Ofen vor. Umluft auf 200 Grad, nee 180, sorry. Dann warten wir schon mal und gleich kommen wir zu den ganzen Zutaten, die wir brauchen. Okay, wir kommen zu den Zutaten. Wir brauchen Dinkelmehl, davon 60 Gramm. Wir werden auch gleich alles abwiegen, damit wir es sehen. Dann brauchen wir Whey. Das von ESN natürlich, vegane, Hazelnut Nougat, mein Lieblingsgeschmack, Code Arda, maximaler Rabatt. Davon brauchen wir 50 Gramm. Dann brauchen wir Backpulver, ein Teelöffel Backpulver. Und dann brauchen wir 10 Gramm Backkakao, damit auch dieser schokoladige Geschmack kommt. Dann brauchen wir 50 Gramm Margarine. Ich habe das genommen ohne Palmöl, ich glaube das ist von Vittel. Bezel. Bezel, das ist von Bezel. 50 Gramm Margarine. So, dann brauchen wir 150 Gramm. Dann brauchen wir 150 bis 200 Gramm, bis 200 Milliliter Hafermilch ohne Zucker. Dann brauchen wir noch ein bisschen was für die Süße, aber das könnt ihr variabel machen. Also die Süße kommt auch schon vom Whey, aber falls ihr es noch ein bisschen süßer haben wollt, könnt ihr auch gerne Flavin Tasty noch dazu nehmen. Das ist ein Zuckerersatz. Hier im Dark Cookie Crumb Flavor ist mein Lieblingsgeschmack. Wie gesagt, muss nicht sein, könnt ihr gerne machen. Dazu noch am Ende Zartbitterschokolade, um die ganze Sache oben noch ein bisschen so zu toppen und diese Crunchness reinzubringen. Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel das nicht benutzen wollt oder das nicht zu Hause habt, könnt ihr auch gerne eine reife Banane nehmen. Dann ist das aber nicht mehr dieses Triple Chocolate, sondern Chocolate Banana Cookie, schmeckt auch lecker, aber dadurch habt ihr dann auch noch etwas Süße mit dabei. Könnt ihr gucken, wie ihr machen wollt. Aus diesen ganzen Zutaten mit den Mengenangaben kommen wir am Ende auf 885 Kalorien. Davon kriegen wir locker so 10 Cookies hin. Also hat jeder Cookie ungefähr so 85 Kalorien oder so. Wir kommen jetzt erstmal zum Abbiegen. Wir nehmen hier eine Küchenwaage. Die Butter ist ja schon abgewogen. Das packen wir am Ende rein. Genau, wir machen jetzt hier eine Schale rein. Dann drücken wir auf 0. Dann fangen wir an mit dem Dinkelmehl. Davon 60 Gramm. 61 ist geworden, aber passt. Dann nehmen wir 50 Gramm Whey. Ah ne, wir machen erstmal auf 0, dass wir auch nicht durcheinander kommen. 50 Gramm Whey. Passt. Perfekt. Jetzt nehmen wir wieder auf 0. Jetzt nehmen wir 10 Gramm Backkakao. Wieder 11. Wir verschätzen uns heute immer auf 1 Gramm, aber passt schon. 10 Gramm Backkakao. Jetzt ein bisschen was vom Backpulver. So, der Ofen ist auch schon ready. Das heißt, ein Teelöffel. Ich mache jetzt einfach ein bisschen rein. Nimm mal, ne? Mm. Ich mache einfach ein bisschen. Ja. Reicht? Reicht schon. Reicht schon, okay. Das haben wir auch drin. Wir gehen wieder auf 0. Dann gehen wir auf Milliliter. Nehmen wir 200 Milliliter Hafermilch. Egal. Sind zu viel geworden, aber passt schon. Ich mache jetzt gerne noch ein bisschen Flavin Tasty rein. Wie gesagt, müsst ihr nicht machen. Aber ich mag es, wenn es ein bisschen süßer ist. Und es bringt noch so ein bisschen noch mehr Schokoladenvibe rein. Nämlich 2 Scoops. Und dann brauchen wir am Ende noch die Margarine. Packen wir auch rein. So, jetzt habe ich hier einen Schneebesen. Hier ist alles drin. Und jetzt alles zu einem Teig vermengen. Möchte ich auch hier so die Seiten und so alles mitnehmen, dass alles eine schlotzige Menge wird. Anne, sei mal ehrlich, würdest du sagen, ich bin ein guter Koch? Ich sag nichts. Okay, warte. So, sieht schon mal gut aus, ja? Jetzt machen wir. Probier mal du an. Lecker, sehr schokoladig. Sehr schokoladig, oder? Also das Ding nicht nochmal da rein. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die ganzen Zutaten. Jetzt machen wir 10 kleine Cookies draus. Achso, nee, ich mache jetzt erstmal nochmal die Zartbitter. Nehmen wir mal so einen Block hier. Jetzt einfach nur ein ganz kleines Stücke, ein bisschen klein häckseln. Könnt ihr ein bisschen grober machen oder je nachdem, wie ihr wollt. Weil am Ende soll es einfach nur ein bisschen auf den Cookie rauf, dass da oben noch so eine kleine Crunchness entsteht. So, jetzt haben wir hier die Cookies. Jetzt machen wir ein bisschen so einen Klecks hier drauf. Ich mache mir jetzt erstmal einfach ein paar Kleckse drauf, so Cookie-mäßig.
Dann gucken wir, ob wir den einen oder anderen noch größer machen oder nicht. Das sind jetzt nicht die rundesten, aber am Ende kommt es ja auch auf den Geschmack an, sage ich immer. Und dann? Ja. Im Hintergrund schon die ganze Zeit angemeckert. Wenn ihr das sehen würdet. So, wir haben jetzt hier die Cookies. Jetzt machen wir noch ein bisschen die Schokis rauf. Mach nicht zu viel. Und jetzt kommen die für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Wir sehen uns gleich wieder. Super? Super. Die Cookies sind ready. Wir packen die jetzt erstmal hier auf den Teller rauf. Also riechen tut schon mal unglaublich, sage ich ehrlich. Richtig dieser Cookie-Geruch, Duft. Wie check bin. Guck mal, wie diesen fudgy Kernen drin. Seht ihr das, wie teigig das ist? Gucken jetzt. Guck mal, wie fudgy das drin ist. Boah, richtig lecker. In außen so crunchy. Innen drin schön fatschi. Richtig lecker. Du, Anne, probier mal du kurz. Halt fest. Nimm. Probier mal. Ehrlich. Mhm, lecker. Lecker? Mhm. Mhm. So, Leute, das war's mit dem Rezept. Macht's unbedingt nach. Schreibt gerne was Cooles in die Kommentare, falls ihr es nachgemacht habt und cool findet. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich als nächstes gerne für ein Rezept machen soll. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss.